Moin, moin, und hier bin ich wieder mit einem kleinen Vorstellungsvideo bzw. einem Fortschrittsvideo, könnte man es eher nennen. Ich zeige euch heute, was für einen Fortschritt ich gemacht habe mit meinem kleinen Fly-Fi-Hacking-Tool. Hier zum einen habe ich mir einen kleinen neuen Injector gemacht. Ihr seht, der schreibt ein paar Punkte, solange er für die Prozesse sucht. Und auf die muss ich nicht jedes Mal, wenn ich den Client starte, automatisch bzw. manuell den Fensternamen und so weiter eingeben, sondern der injectet einfach selbstständig. Was ihr jetzt zuallererst neu seht hier bei dem Client, ist dieses Quadrat hier, was an der Spitze meiner Maus ruht. Wenn ich die linke Maustaste drücke, wird das rot, die rechte wird es blau oder die mittlere wird es grün. Das war einfach nur zum Testen. Was ich im Endeffekt gemacht habe, ist, ich habe einen Direct Input Hook geschrieben, der checkt, ob ich nun mit der Maus irgendwas mache oder mit der Tastatur oder so. Das heißt, ich kann jetzt quasi in meinen Hack auch Input-Eingaben in-game machen. Das heißt, ich könnte mir jetzt, was ich wahrscheinlich auch machen werde, wie gesagt, eine GUI erstellen, die mit der Maus und mit den Tasten funktioniert. Ihr seht, ich habe übrigens auch noch ein paar, hier oben sieht man das, ein paar Funktionen zum Zeichnen gemacht. Das heißt, ich kann jetzt transparente Flächen machen als Hintergrund hier. Ich kann Schriften machen. Diese Schrift hat übrigens die Flag Outline, die habe ich auch noch dazu gemacht, sodass man sie in-game besser sehen kann. Ihr seht das vielleicht nicht so optimal im Video, aber die Schrift hat nicht einfach nur eine Farbe, sondern auch noch eine schwarze Outline außenrum quasi. Und einfach mal zum Test habe ich dann noch die Mauskoordinaten anzeigen lassen. Also die liest da auch mittlerweile richtig aus. Das war gar nicht mal so einfach mit dem Direct Input Hook noch, ne? Also nicht, dass ihr hier jetzt meint, es ist ja gar nichts, dass der hier ein paar Tasten auslesen kann. Und als nächstes, bevor ich irgendwelche Features in diesen, sagen wir mal, Hack einbaue, werde ich zunächst einmal die GUI fertig machen, also das Menü, sodass das komplett dynamisch ist und dass man da quasi mit irgendeiner Taste, momentan muss ich Tab gedrückt halten, damit das ja angezeigt wird, dass man dann mit irgendeiner Taste, zum Beispiel Insert, wie früher bei Automaton oder so, einfach mal das Menü öffnen kann, beziehungsweise schließen kann und sich dann mit der Maus beziehungsweise den Tasten durchnavigieren kann durchs Menü und entsprechend irgendwelche Sachen an ausschalten oder ähnliches kann. Außerdem, ich ziehe mal gerade das Fly-Fenster hier in die Ecke, sodass man hier oben die Konsole sehen kann einigermaßen. Ich habe jetzt übrigens auch noch eingebaut, dass wenn ich irgendwas anklicke, dass er das dann als Ziel mehr oder weniger ansieht, beziehungsweise erkennt und da oben seht ihr es, New Target ID und dann die komische Target ID, die sowieso nur der Server was mit anfangen kann. Allerdings kann auf diese Art mein Tool erkennen, welches Vieh oder welchen NPC ich gerade anvisiere. Allerdings muss ich dazu sagen, das Ganze läuft nicht unbedingt zuverlässig mit den Packets vom Anvisierens. Das heißt, der Client sendet manchmal Mist ab oder sendet ein Target gar nicht ab. Zum Beispiel hier habe ich gerade den Dardan angeklickt und der hat gar kein neues Ziel erkannt. Wenn ich Escape drücke, setzt du übrigens die Target-ID auf ein volles Byte, das heißt alle Bits gesetzt in dem Byte, FF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 
Ja, habe ich ja schon gesagt. Tschö mit Ö.